Das war nämlich das. Oh! Mein Gott. So, meine Lieben, wir sind zurück bei Silver Chains hier auf Gaming for Life. Und wie versprochen, habe ich mich um die Grafikkarten einstellen gekümmert. Das Spiel läuft jetzt wesentlich flüssiger. Nachdem jetzt das Absturzproblem behoben war, alleine dadurch, dass wir jetzt die Grafikkarten teilweise aktualisiert haben, ja, das hat mein Papa Gott sei Dank gemacht, läuft es jetzt auch wieder. Ja, es stürzt auch aktuell nichts mehr ab. Und jetzt konnte ich auch die FPS der Grafikkarte wieder hochsetzen. Wir gehen rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, im Übrigen habe ich mich jetzt mal schlau gemacht bei dem lieben Schauerland und habe geguckt, wie lange das Spiel ungefähr noch geht. Ich habe ja die letzte Folge... Mal gucken, ob der Junge noch da ist. Nee, wo ist er? Ich habe ja... die letzte Folge extrem überzogen. Ich wollte ja so lange gar nicht spielen. Das heißt, ich kann jetzt noch mal circa, wenn ich so flüssig... wenn ich flüssig durchkomme, noch mal zweimal eine halbe bis dreiviertel Stunde aufnehmen. Er ist weg. In der letzten Folge stand er noch da. Okay, wir lesen den Zettel erstmal. Und habe auch gesehen dadurch, ja, obwohl ich es mir nicht angeguckt habe, dass da noch ein sehr, sehr hässlicher Part kommt am Ende. Ich hoffe, dass ich in der Lage bin, ihn zu bewältigen. Eine neue Tagebuchseite. 9. September 1900. Die neuen Medikamente sind schuld daran, dass ich mir die Nächte um die Ohren schlage. Ich schlafe tagsüber und habe nur nachts genug Kraft, um aus dem Bett zu kommen. Letzte Nacht habe ich leise, hölzern klingende Schritte und Kichern gehört. Fröhliches Gelächter hat dieses Haus vor langer Zeit verlassen. Ich dachte, dass es die Kinder gewesen sein mussten und schaute nach ihnen, aber sie schliefen tief und fest in ihren Zimmern. Im Korridor des ersten Stockwerks bin ich auf Tamsin getroffen. Sie schaute mich an, als hätte sie einen Geist gesehen und zerrte mich in den nächsten Raum. Dann hat sie mir meine Medikamente gegeben und sagte, sie dürfen das Zimmer nicht verlassen. Vor Wut habe ich diese verdammten Medikamente aus ihren Händen geschlagen. Warum zum Teufel soll ich den ganzen Tag in meinem Zimmer verbringen? Darf ich meine Kinder etwa nicht sehen? Ich kann kaum mit ihnen reden. Sie brauchen ihre Mutter, nicht dieses Kindermädchen Tamsin. Was hat sie überhaupt so spät noch gemacht? Ihre Anwesenheit beunruhigt mich. Okay. This woman must be my mother. Das ist das meine Mutter? Ich kann mich nicht an meine Kindheit erinnern. So, ich gucke kurz auf die Uhr. Ich auch nicht. Ich muss gucken. Wir schauen mal. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich gehe jetzt mal dahin, wo der Junge war. Ich habe... Da ist er wieder! Timmy! Ist der Timmy? Hast du was für mich da gelassen? Vielleicht? Nein. Oder nicht? Okay. Ich glaube, ich gehe mal zu meinem vermeintlichen Vater und bringe ihm, was haben wir gefunden letztens? Ein Beinchen, ne? Vater? Zwei Teile fehlen. Ach so. Der spricht noch nicht. Ah, okay. Die Karte hat sich verändert. Ich muss zwei Teile finden. Okay, wo müssen wir hin? Da hinten. Das ist doch bestimmt wieder eine Etage höher, oder? Ja, das ist oben. Okay, dann gehen wir hoch. Ach nee, Moment. Von hier kommen wir nicht nach oben, oder? Wie, oh, sich diese Wege merken, ist ja für mich die Hölle, ne? Muss ich den Weg jetzt wieder zurückgehen oder komme ich von hier auch irgendwo? Nee, okay, von hier
komme ich nirgendwo hin. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Mal gucken, was war und wie wir jetzt da was finden. Das Symbol ist da. Weil noch höher geht es ja nicht, ne? Also es muss ja hier irgendwo sein. Ja, da ist es. Nein, jetzt habe ich mir den Weg nicht gemerkt, ich Idiot. Da sind doch immer Schritte angezeigt. Oder waren da keine Schritte? Oh, lass mich raus. Nein, ich komme nicht raus. Scheiße. Oh. Muss ich dem Jungen folgen? Wo ist denn der hingelaufen? Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Oh nee, das sieht doch wieder so nach Verfolgungswahn aus. Das war Ellie. Wo ist sie hin? Scheiße, ey. Okay. Ich glaube, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ich höre was. Oh, da ist er. Das Labyrinth und der Puppenkiefer. Ich dachte, ich wäre in diesem Labyrinth verloren. Wie passt ein so großes Labyrinth in dieses Haus und wer hat diese Teile versteckt? Wer immer es auch war. Wollte sicher nicht, dass sie gefunden werden. Ein Teil fehlt mir allerdings noch. Ja, das Ärmchen fehlt uns noch, ne? Mach zu, das Loch. Ah! Wer ist das? Mach das nicht, das ist nicht gesund. Also, es sieht doch nicht gesund aus. Hallo? Okay. Wir gehen wieder runter. Das mit dem Leisesein hat anscheinend übrigens nichts damit zu tun, ob sie kommt oder nicht. Also, so habe ich das zumindest im Moment im Gefühl. So. Vater. Die Tür mit dem roten Zeichen steht nun offen. Dort wirst du die Wahrheit finden. Okay. Die Tür mit dem roten Zeichen. Ah ja. Die ist jetzt offen. Da finde ich die Tür mit dem roten Zeichen. Eine Tür habe ich im zweiten Stock des linken Flügels gesehen. Vater hat gesagt, dass ich dort die Wahrheit finden würde. Was wird mich dort erwarten? Wessen Zimmer ist das überhaupt gewesen? Die Uhr steht auf 1 Uhr. 1 Uhr? Okay. Das ist jetzt wieder das Problem. In welcher Etage bin ich denn? Ist der zweite Stock eins höher anscheinend, ne? Da. Ist ein Zeichen.
Ist das der zweite Stock? War das die Tür? Nee. Boah, ich und meine Orientierung. Kann auch gleich auf die Taschenlampe drücken, das ist gut. Es ist als tiefer, sage ich doch. War ich doch schon im zweiten Stock. Die Höhe lässt sich extrem schlecht einschätzen. So im linken Flügel des zweiten Stocks. Da komme ich zu ihm. Und von ihm ging es nicht weiter, ne? Nee. Oder doch? Nee. Puh. Okay. Dann schauen wir mal einfach. Da hinten soll das sein. Ich glaube, daran seht ihr auch immer, dass ich mir Spiele nicht vorher angucke, ne? Du Mistding, ey. Boah. Da hinten. Dann muss hier die Tür sein. Ja. Haben wir. Da ist das Symbol. Zwei Zettel. Irgendwas fehlt hier. Wie sperrt man eine Seele in eine Puppe? Okay. Eine Nähmaschine gefunden. Oh, ich habe Kopfschmerzen von dem Schrei eben. 15. September 1900. Gestern Abend wurden die Kinder von einem starken Fieber geplagt. Ich bin sofort in Tansims Zimmer geeilt, um einen Erste-Hilfe-Kasten zu holen. Als ich den Raum betreten habe, hat sich mir ein schreckliches Bild geboten. Sie saß in der Mitte des Raumes, vor ihr lag diese verdammte Puppe. Um sie herum war ein Kreis mit Symbolen aufgezeichnet. Überall waren Tierkadaver verteilt, wie unter dem Bett. Tamsin saß in der Mitte dieser Abscheulichkeiten. Abscheulichkeiten ist ein geiles Wort. Und murmelte etwas vor sich hin. Mir war auf einmal alles klar. Sie ist eine Hexe. Danach weiß ich nur noch, dass ich mit ihr gekämpft habe. Dann verblassen meine Erinnerungen. Ich weiß, dass ich sie in den weit entfernten Raum gezerrt und dort eingesperrt habe. Dann ließ auch endlich das Fieber bei den Kindern nach und sie fühlten sich besser. Ich habe die vermaledeite Puppe in der Truhe versteckt, damit sie niemand je wieder findet. Ich weiß nicht, was die Hexe mit dieser Puppe vorhatte. Jetzt habe ich meine Medizin eingenommen, um mich zu beruhigen. Morgen werde ich mich zuallererst um die Hexe Tansin kümmern müssen. Vielleicht war das auch. All that woman's fault. Es ist ihre Schuld. She took Sie hat my mir eine entire Familie family genommen. away. Vielleicht war das diese gefesselte Person, die wir gesehen haben. Oh. Ach so. Oh. Können wir schieben? Untersuchen. Ich werde sie dir niemals geben. Was? Ich habe ein Puppenteil verloren. In dem Moment, als ich es letzter gefunden habe, hat es mir ein kleiner Junge gestohlen. Das muss Timmy gewesen sein. Ich muss ihn kriegen. Ja, dass es Timmy ist, habe ich ja nun auch schon längst vermutet. Ich muss ihn kriegen. Ja, wo ist er denn? Da! Komm her, du Kröte! Ja! Komm her, Kröte! Gib mir das verdammte Ding wieder! Da bist du! Komm her! Komm her, du Mistding. Oh, ich hab ihn fast gehabt, ey. Ja, ich komme. Oh. Nee, nicht auf dem Dachboden. Timmy ist mir entwischt. Ich bin Timmy auf dem Dachboden hinterhergejagt, wo er sie eingeschlossen hat. Ich habe in letzter Zeit die Puppe nicht bekommen. Ich sollte es der Puppe besser sagen. Meinem Vater. Ich bin dein Vater. Ich bin ganz oben jetzt, ne? Ja, ich muss eins tiefer. Ich bin dein Vater.
So, komm her. Horche mal. Horche mal. Ich muss dir was erzählen. Sie werden alles tun, dich aufzuhalten. Du musst den Bann schnell brechen. Ansonsten musst du für immer hier bleiben, so wie ich es tue. Who are they? Wer sind sie? Das ist deine Familie. Der Fluch zehrt seit vielen Jahren an uns. Das hat uns verändert. Manchmal sind wir nicht wir selbst. Schlüssel! Für die erste Etage. Finde 5 rituelle Zeichnungen und zerstöre sie. Okay. Ach, er hat seinen Unterkiefer. Es fehlt jetzt quasi... Ja, ah, okay, es fehlt nur der Arm. Er hat uns den Arm geklaut. Gut, also wie auch immer, ich muss jetzt... Hier hat sich nichts mehr geändert, okay. In die... Die erste. Es ist immer First Floor, ist bei den Amis ja das Erdgeschoss quasi. Bei denen ist das ein bisschen anders. Sehe ich was hier durch? Da hinten. Also es muss... Irgendwo muss eine verschlossene Tür sein. Ich bin ja jetzt in der ersten Etage. Aber hier ist keine Tür mehr. Oder irre ich mich? Hier ist der Schrank. Muss ich auf die andere Seite? Das kann natürlich sein. Dass ich auf die andere Seite muss. Warte mal. Moment. Moment. Moment, vielleicht. Ach, scheiße. Ich bin jetzt in der zweiten. Oh je. War dieser Geheimgang. Jetzt gehen wir mal hier zurück. Nee. Nee. Nee, auch nicht. Oje. Moment, hier ist das Loch. Moment, hier kann ich durch. Hier. Das habe ich gesucht. Vielleicht, weil hier waren wir ja ewig nicht. Komm mal zurück. Na? Komm schon. Mist. Nee. Kommen wir nicht weiter. Okay. Jetzt wieder runter.
Ich weiß gar nicht. Ja, es ist eine Etage tiefer. Ich muss darüber. Da, ah, das ist dieser Akonit, ne? Nee. Das ist er aber nicht. Das ist nicht das, wo ich hin muss. Okay, Moment. Wir kriegen das hin. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite vom Loch. Da drüben. Ah, okay. Ja, okay. Wir haben die Seite gewechselt, glaube ich. Hinten soll. Ach. Ja. Okay. Ich Idiot. Finde die Sonne, finde die Sonne, finde die Sonne in der Bibliothek. Finde das Bild mit der Sonne. Ja, sorry, ich weiß, dass das Akonit heißt darum. Ah, guck mal, hier ist einer. Okay, einen davon haben wir. Ach, hier. Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Aufziehbüchse für die Spieluhr. Welche Spieluhr? Gespeichert, ja, falls die alte jetzt kommt. Welche Spieluhr? Ob hier irgendwo. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ob hier irgendwelche Türen sind, die ich jetzt wieder öffnen kann, damit ich irgendwo zurückkomme im Notfall. Aber hier scheint alles offen zu sein. Ja. Für die Spieluhr. Welche Spieluhr? Da steht. Oh, guck mal, da steht ein Name. Ellie, Timmy und Peter. Wir sind Peter. Moment, ich habe eine Idee. Ist eine Treppe. Ich habe eine Idee und zwar, ach nee, das ist mein Fehler. Ich habe von Spieluhren sonst immer, ich habe immer von Spieluhren eine andere Auffassungsgabe. Für mich sind Spieluhren immer rund, was aber nicht stimmt. Ich habe gerade eine andere Idee, was das sein könnte. Weil es wäre jetzt schwachsinnig, wenn das Spiel jetzt verlangt, dieses gesamte Haus nach einem einzelnen Gegenstand abzusuchen. Das hat es bis jetzt ja nicht getan. Ich gucke gerade nur, ob ich irgendwas. Nee. Zu sehen ist nämlich nichts. Es leitet uns also auch nirgendwo hin. Das heißt, ich habe nur eine Möglichkeit. Ich habe nur eine Möglichkeit und zwar da. Unser Zimmer war auf der anderen Seite, ne? Hergekommen sind. Oh, die Puppe ist weg, die hier hing. Ich gerade. Ich muss hier rein. Das war nämlich das. Oh! Das war nämlich das einzige Teil, was ich bis jetzt in der Hand hatte. Hier.
Okay. Sehr schön. Was drückt er denn jetzt da? Oh. Woher weiß er denn, welche Tasten er drücken muss? Okay. Woher weiß er das? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Wer hat ihm das gesagt? Freigeschaltet, Musiker. Okay. Was haben wir da eingesammelt? Ah! Lauf, 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 lauf! Ah! Nein! Nein! Echt zu langsam, das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Gott sei Dank ist der Weg jetzt hier nicht so weit. So ein Shit. Oh, ich war doch eben schon mal hier. Das kann doch nicht sein. Oh. Gut, da ist der Schrank. Ich muss mich sofort auf den Weg machen. Ich habe schon mit recht, dass sie kommt, aber dass sie so schnell ist. Sorry, jetzt müssen wir es nochmal machen. Klären wir jetzt, finde ich persönlich, mal Controller mal einfacher. Aber, das hier ist easy. So, los, rein da! Das war eine andere Sequenz. Oh, okay, alles richtig. Alles richtig. Das ist der Baum, den wir am Anfang gesehen haben, würde ich mal behaupten, oder? Irgendwas knistert. Da leuchtet was? Oder fängt der schon an zu brennen? Er fängt wahrscheinlich schon an zu brennen. Das ist wahrscheinlich... Oh, das ist ein Zettel. 17. September 1900. Es ist alles vorbei. Nach dem gestrigen Schrecken wurde ich durch einen Albtraum aus dem Schlaf gerissen. Ich bin sofort aufgestanden, um nach den Kindern zu sehen. Doch ich wünschte, ich wäre niemals aufgewacht. Tamsin stand im Kinderzimmer und murmelte etwas vor sich hin. Ich dachte, sie hat sie gefangen.
Oder hat sie nur mit ihr gekämpft? Ich weiß es jetzt nicht. Nein, sie hat sie doch weggesperrt, hat sie gesagt, oder? Meine geliebten Kinder lagen leblos und blutüberströmt in der Mitte des Raumes. Diese Hexe hatte gehört, dass ich den Raum betreten habe und stürzte sich auf mich. Sie fing an zu weinen und schrie mich an. Das ist alles meine Schuld. Dass das alles meine Schuld sei. Als sie die Schreie hörten, kamen die Dienstmädchen ins Zimmer und zwangen Tamsin von mir weg. Sie war außer sich, ihr Gesicht war von Wut und Hass gezeichnet. Da starrte sie mich an. Sie behauptete wieder und wieder, ich hätte meine eigenen Kinder getötet. Sie hatte den Verstand verloren. Ich sah meine Kinder an und die Wut überkam mich. Sie hatte meine Kinder getötet, dafür sollte sie bezahlen. Ich wollte, dass sie mein Leid spürt und sollte am eigenen Leid erfahren, welchen Schmerz eine Mutter ertragen muss, die ihre Kinder verloren hat. Aber eines der Dienstmädchen hat mich hintergangen und half dem Sprössling der Hexe dabei, davonzulaufen. Später haben wir Tamsin dann im Hinterhof erhängt. Harold, Ellie, Timmy, ich weiß nicht, wie ich diesen Schmerz noch länger ertragen soll. Das sind die, vielleicht, ja, wir sind Peter. Vielleicht sind wir der Sohn der Hexe. Also offensichtlich, ne? Weil, Tamsin, ich erinnere mich, das ist meine Mutter, aber sie würde so etwas nie tun. Ich glaube es nicht. Oh. Das ist zumindest die Frau mit der Schlinge um den Hals. Mein geliebter Sohn, Peter. Ich habe sehr wenig Zeit. Wahrscheinlich werde ich nicht sehen, wie du aufwächst. Bitte verzeih mir. Ich habe versucht, es besser zu machen. Ich habe es um der anderen willen versucht. Doch letztendlich wurde mein eigener Sohn ohne seine Mutter zurückgelassen. Ich habe Meredith gesagt, dass sie dich von diesem verdammten Ort wegbringen soll. Ich hoffe, dass der Fluch dieser Puppe an dir vorbeigegangen ist. Alles ist so schnell passiert, so plötzlich. Ich hoffe, dass Meredith es geschafft hat, dir meinen Anhänger zu geben. Er soll dich vor dem Fluch schützen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Hoffentlich wirst du durch das Schicksal von allem Unglück bewahrt. Unendliche Liebe, deine Mama. Das heißt also, die Puppe oder was in dieser Puppe steckt, ist nicht unser Vater. Weil wir haben ja nichts, außer dass wir dort Kindermädchen sind, mit diesem Haushalt zu tun. Okay. Sie hat uns ja nur mitgenommen. Oh, so. My mother tried to protect this family. Eine seltsame Vision. Who killed Ellie and Timmy? Was war das? Eine Vision? Oder habe ich die Vergangenheit gesehen? Plötzlich habe ich mich an einem merkwürdigen Ort mit einem riesigen Baum wiedergefunden. Es war so angenehm und warm, bis ich eine Tagebuchseite gefunden habe. Auf einmal hat sich alles verändert. Alles um mich herum begann zu brennen. Und hinter mir erschien eine Frau, die erhängt wurde. In ihren Händen hielt sie eine Nachricht, die an mich gerichtet war. Und plötzlich konnte ich mich an sie erinnern. Das war meine Mutter. Sie hieß Tamsin. Oh Gott, was ist hier passiert? Warum wurden wir voneinander getrennt? Sie wollte doch nur helfen. Okay, und nun? Noch ein Zettel. Meine Tochter benimmt sich in letzter Zeit eigenartig. Sie rennt ständig in ihr Zimmer und spielt nur noch mit der Puppe, die ihr Vater ihr geschenkt hat. Nach der Unterhaltung bin ich in Ellies Zimmer gegangen, um nach ihr zu sehen. Durch die Tür habe ich gehört, dass sie mit jemandem gesprochen hat. Ich hatte Angst, weil eine grauenhafte Stimme ihr antwortete. Und als ich in das Zimmer stürmte, sah ich Ellie mit der Puppe an ihrem Teetisch sitzen. Ich schwöre, dass die Puppe mich mit bösem Blick anstarrte. Ich habe Ellie zur Seite genommen und sie gefragt, mit wem sie gesprochen hatte. Aber ganz gleich, wie viele Fragen ich stellte und wie sehr ich sie auch anschrie, sie sagte kein Wort. Sie gab keinen Ton von sich und zeigte keinerlei Regung. Ich war völlig aufgelöst. Ach, ich wünschte, mein Harold wäre hier. Okay. Wo sind wir jetzt? Was mache ich jetzt? Ach so, wir haben diesen Ring gefunden. Ein alter Ring mit einem Smaragd. Ich spüre, dass von ihm eine außergewöhnliche Macht ausgeht. Okay. Und was noch? Ja, keine Ahnung. Was soll ich jetzt tun? Da hinten leuchtet was, aber das wird wahrscheinlich nur eine Lampe sein. Wie? Was nun?
Hier ist noch ein Zettel. Halt, ich wollte das lesen. Kann ich so auch blättern? Nee. Doch. Hier. 16. September. Liebes Tagebuch, entweder werde ich verrückt oder ich weiß nicht einmal, wie ich das nennen soll. In der Nacht bin ich aufgewacht, weil eine Stimme mir etwas ins Ohr flüsterte. Als ich meine Augen öffnete, konnte ich auf dem Stuhl eine gesichtslose Puppe sitzen sehen. Ich hatte solche Angst. Ich konnte mir einfach nicht erklären, wie sie hergekommen ist. Wer hat sie in mein Zimmer gebracht? Ich bewegte mich langsam auf sie zu, aber dieses verdammte Ding rannte davon. Die Puppe stand einfach auf und rannte davon. Ich nahm die Axt im Kamin und lief ihr hinterher. Die Puppe rannte in Timmys Zimmer und versuchte, sich zu verstecken. Vor lauter Panik fing ich sofort an, auf die Puppe einzuschlagen. Dann hörte ich hinter mir ein Jaulen. Diese Puppe war plötzlich hinter mir. Sie sah mich an und lachte mich aus. Ich habe sie mir gepackt und ununterbrochen mit der Axt auf sie eingeschlagen, damit sie nicht davonlaufen konnte. Was war das? Was zum Teufel war diese Kreatur? Wo hatte Harold diese Puppe her? Das war bestimmt keine Halluzination. Das waren nicht die Nebenwirkungen der Medikamente. Ich bin mir ganz sicher, dass das alles real war. Dann wissen wir ja, auf wen sie eingeschlagen hat, oder? Aber eben hat sich da irgendwas bewegt. Oh. Was jetzt? Oh, wir spielen die Mutter. Ah, okay. So, und dann hinter ihr? Was ist das Ding? Da. Na, kommst du jetzt her? Ah, getroffen habe ich schon mal. Oh. Bleibst du jetzt stehen? Wir tatsächlich... Zimmer ist das? Das ist nicht das, wo wir vorhin hinter der Kommode waren. Das ist das Zimmer, wo wir aufgewacht sind. Warum ich besessen? Warum freigeschaltet? Wie ist das passiert? Wir waren besessen von der Puppe. Ich erinnere mich. Die Puppe hat sie manipuliert, ein grausames Spiel mit ihr gespielt. Dieses letzte Mal Loch in der Wand. Ich muss herausfinden. Achso, ich muss heute abwenden, was mir da anfängt. Hast du die Fluchzeichnung gefunden? Ich will dich umbringen. Ich kann Zeichen nicht selbst. Bist du so ein Kind? Aufhalten. Lass mich in Ruhe. Was jetzt? Wo sind wir? Der rituelle Kreis. Ach hier, das waren getäuschte Sinne. Nee, hier, geheimer Raum. Dieses seltsame Loch in der Wand, ich muss herausfinden, wohin es führt. Vielleicht. Und dann getäuschte Sinne. Eine Frau hat kleine Puppen gesehen und mit einer Axt auf sie eingeschlagen. Das waren keine Puppen. Ellie und Timmy. Sie müssen wahnsinnige Angst gehabt haben. Ich weiß, weil ich selbst dabei war. Ach, er war der Dritte. Er ist durch dieses Loch geflüchtet. Alles wegen dieser verdammten Puppe. Endlich kann ich mich erinnern.
er war der Dritte, der durchs Loch geflüchtet ist. Genau. Es waren nicht seine Geschwister, sondern seine Mama hat ihn mitgenommen in dieses Haus. Der rituelle Kreis. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Puppe laufen kann. Sie hat mir auf den Kopf geschlagen und ich habe dabei das Bewusstsein verloren. Dann bin ich hier aufgewacht. Ist das ein Dachboden? Was hat es mit den rituellen Zeichen auf sich? Hoffentlich wurden hier keine Rituale durchgeführt, während ich ohnmächtig war. Okay. Hier singt jemand. Was für ein Scheiß. Oh, ich habe die Sachen hier abgelegt. Zwei fehlen noch. According to the ritual, Talismane müssen in diesem Haus sein. Okay. Eins, zwei, drei. Die Kinderbrosche, der Ring meiner Mama und mein Medaillon. Da liegt ein Messer. Zwei Sachen fehlen noch. Nee, darf ich das singen leiser? Ellie! Sieht aus wie eine von der Adams Family. Ellie? Du hast uns betrogen. Ellie, ich hab dich nicht betrogen. Ich wurde getäuscht. Ich schaff das. Du bist auf Georgies Seite. Er hat den Bann des Kindermädchens in mir gebrochen. Jetzt will er unsere Seelen. Keine kann ihn aufhalten. Georgie. Deshalb ist meine Mutter gestorben. Ich werde das Böse aufhalten. Das ist dein Lieblingsspielzeug. Du hast es vergessen. Es wird dich beschützen. Ich habe das bei den Sachen deiner Mutter gefunden. Es ist wichtig. Ach, sie hält es in der Hand. Okay. Ich habe mit Ellie gesprochen. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht und alles kaputt gemacht, aber ich möchte es wieder gut machen. Der Bann, der den Dämon in der Puppe gefangen hielt, wurde durch mein Blut gebrochen. Er hat doch noch gar nicht geblutet. Meine Mutter hat es im letzten Moment geschafft, diesen Bann zu wirken. Doch dann wurde sie dabei erwischt und wurde beschuldigt, Ellie und Timmy getötet zu haben. Aber ich kann alles in Ordnung bringen. Ellies Geist hat mir die Anweisung für das Ritual genannt. Dazu benötige ich 5 Talismane, die direkt mit der Familie verbunden sind. Und ich brauche 5 getrocknete Akonite, deren magische Kraft den bösen Geist abwehrt und zerstört. Sag, das sind Akonite. Wie entfernt man den Fluch? Talismane, nur eine Chance. Ja. Ah. Okay, dann kann ich meine Puppe da doch jetzt schon mit drauflegen, oder? Mein Spielzeug? Ja. Einer fehlt noch. Aber was? Was fehlt? Ich habe doch diesen komischen Kopf. Und wie komme ich hier runter? In die Richtung, wo Ellie war. Dieser Dachboden wird mein Verhängnis. Oh, da hinten geht's weiter. Dieser Dachboden wird mein Verhängnis, ich sag's euch. Ein Akonit? Ich helfe dir, Akonit zu finden. Schau durch das Monokel. Ein Monokel weist den Weg. Ellie hat gesagt, dass sie mir hilft, die Akonit zu finden. Ich muss durch das Monokel schauen, während ich das Haus absuche. Ach du Scheiße. Geh gleich wieder zurück. Ach, das ist eine Etage tiefer. Ich sehe es schon. Ja. Okay. Das ist eine Etage tiefer. Ansonsten ist hier nichts, ne? Nee, ich muss tatsächlich das Haus absuchen. Okay, aber das war das, was ich vorhin meinte. Du kriegst den Weg eigentlich immer gewiesen. Darum war die Spieluhr in dem Fall das Einzige, was mir einfiel. Das war das einzige Teil, was er bis jetzt in der Hand hatte am Anfang, womit wir nichts anfangen konnten. Darum war das ziemlich eindeutig. Ach, hier geht's runter.
Hier kommen wir runter. Das ist der Dachboden, okay. Gut, what that? Ellie, so alt bist du doch noch gar nicht. Ist es das? God, what have I done? Was habe ich nur getan? Das ist der letzte Talisman. Ich muss ihn in den Ritualkreis legen. Ah, okay. 2. September 1900. Die Stimmung im Haus hat sich verändert. Timmy ist zu klein, um zu verstehen, was passiert ist. Er fragt ständig, wo sein Vater ist und weint immerzu. Und Ellie redet überhaupt mit niemandem. Peter, der Sohn des Kindermädchens, will mit meinen Kindern spielen, aber sie ignorieren ihn. Und gestern hat das Kindermädchen, haben sie ihm gesagt, dass... Okay. Hätte ich diesen Tagebucheintrag eher gefunden, hätte mich die verdammte Puppe nie getäuscht. Ja gut. Muss ich den jetzt erst hochbringen? Das ist der Ball, der Timmy gehörte. Okay. Es wird noch spannend, ich sag's euch. Es ist eh sehr spannend. Dieser Dachboden wird mein Untergang. Das erinnert mich so an Conjuring House, ganz ehrlich. So. Ball liegt. Wir haben jetzt 2 Akonite. 2. Okay. Ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt Schluss. Wieso kann ich das anzünden? Ach so, das sind die Farben. Ah, okay. Ja, cool. Okay. An dieser Stelle machen wir jetzt Schluss. Und wir sehen uns zur nächsten und wahrscheinlich dann letzten Folge Silver Chains wieder. Was ich mir immer noch nicht aufklärt, ist, warum das Spiel Silver Chains heißt. Das ist mir im Moment noch überhaupt vollkommen unklar. Falls es einer von euch weiß, klärt mich gerne auf. Das ist jetzt für mich in dem Sinne kein Spoiler. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß, silberne Ketten. Also klar, Ketten wäre jetzt für mich also an dieses Haus quasi gefesselt, ne? Darum Silver Chains. Also Silver ist jetzt relativ halt an dieses Haus gefesselt. Das wäre für mich die einzige Erklärung. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, warum das Spiel so heißt, wie es heißt. Vielleicht weiß es einer von euch. Und hier stellt sich jetzt die Frage, wie komme ich da rein? Ja. Auch das ist eine Frage, die wir in der nächsten Folge dann wohl klären müssen. Ich gucke jetzt gerade mal kurz. Ich muss das dann eh nochmal machen durch den jetzt an der Stelle nicht vorhandenen Speicherpunkt. Da komme ich davon. Von unten in den Raum irgendwie. Also von hier auf jeden Fall nicht. Da ist das Ding. Komme ich nicht durch? Achso, vielleicht von der anderen Seite. Kann das sein? Boah. Wie komme ich da jetzt hin? Wir schauen mal noch kurz. Wenn wir jetzt gerade hier sind, dann... Die Tür war jetzt zu. Da muss es... Genau, da ist es.
muss also auf der anderen Seite der Treppe irgendwie sein. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dieses Spiel zu spielen, ohne irgendwie nachzugucken. Moment, komme ich... Moment. Hier. Oh, diese Orientierungsschwäche. Ich muss ja gar nicht in dieses Loch. Ich kann ja hier immer rumrennen. So, und jetzt müsste auf der anderen Seite doch eine Treppe sein. Nee, hier waren die Nachthemden. Ach, Moment, da fällt mir gerade was ein. Da fällt mir gerade was ein an der Stelle. Moment. Vielleicht. Moment. Ich muss in mein Zimmer, glaube ich, ne? Habe ich da, Moment, ich glaube, ich habe was vergessen. Oder? Ja, klar, weil die Puppe ja dann kam. Moment. Da kam doch die Puppe. Ich will... Hier bin ich wach geworden. Moment, hier. Ich wusste, ich habe was vergessen. Genau, da hat mich doch die Puppe unterbrochen. Hier geht's hoch. Aha! Und jetzt sind wir in dem Raum. Ja, wunderbar. Dann machen wir jetzt an dieser Stelle hier Schluss und wissen auch, wie wir in diesen Raum kommen. Ich will mal kurz, sind die Akonite, werden wir nacheinander angezeigt, offensichtlich. Ja, dann sind wir ja richtig. Wunderbar. Und wir sehen uns morgen zur letzten Folge Silver Chains. Wieder ist er dann. Ich verfranz mich total. Macht's gut und bis dann.